Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Nicht wundern über die Lichtverhältnisse und nicht hier, sondern da. Den riesigen Schatten und alles. Es ist noch nicht mal früh um 7 und draußen noch stockdunkel. Ich habe kein Tageslicht und ich habe keine ordentliche Beleuchtung gerade hier, um das Video aufzunehmen. Also, es tut mir leid. Das liegt aber daran, dass wir einfach immer noch nicht alles ausgepackt und aufgebaut und hingeräumt haben. Also es ist wirklich noch nicht alles fertig in der Wohnung. Und wir setzen aber wirklich alles daran, dass es so schnell wie möglich fertig ist, weil da fühlt man sich natürlich auch wohler. Auf jeden Fall gibt es heute ein Video von uns vom Renovieren so. Also wir waren nochmal in der alten Wohnung und alles und haben euch auch einfach wieder über das Wochenende so mitgenommen, weil wir ja, weil es aktuell so das ist, was wir eben gerade machen. Und weil wir ja gesagt haben, wir nehmen euch jetzt erstmal noch so ein bisschen mit, sofern wir eben noch so viel zu tun haben. Also, ich habe mich jetzt einfach gerade neu hergesetzt und wollte eben fix das Intro für euch drehen. Ja, und aus zeit- und arbeitstechnischen Gründen ist Philipp jetzt auch gerade hier nicht mit dabei beim Intro, aber im Video war er natürlich das ganze Wochenende mit da. Ja, und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir haben es kurz nach 10, also wir haben jetzt ungefähr 5 Stunden geschlafen oder so. So, ein kleiner Zwischenstand. Wir haben gefrühstückt und Philipp ist jetzt das Auto holen, weil wir gestern hier ein bisschen weiter weg parken mussten, gestern Nacht. Genau, die Wand muss weiß und die Wand muss weiß. Und dann sind hier zum Beispiel oben so Löcher. Da müssen die Dübel raus und die Löcher zugegipst werden. Haben wir so Gips, den kann ich euch mal zeigen. Der ist echt gut. Ja, wir hatten schon mal ein großes Loch in der Wand. Da hatten wir sowas aufgehangen. Und es ist rausgerissen und es war eine Gipskartonwand. Dann haben wir uns dann sowas gekauft. Zum Löcher zumachen. Und das ging wirklich, wirklich gut. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, also hier ist so Silber und hier ist Weiß. Und das, was weiß ist, das leuchtet im Dunkeln, das ist so fluoreszierend, oder wie man das nennt. Also, wenn man es angeleuchtet hat vorher. Und da sind wir dann mal ganz gespannt, auch wenn wir hier gemalert haben, ob das danach dann noch durch die Farbe durchleuchtet. Aber wenn wir jetzt zweimal drüber streichen. Genau. Ich würde sagen, ich hole schon mal das Malerzeug hier aufs Fensterbrett. Und dann ist Philipp bestimmt mit dem Staubsauger da, dass wir hier erstmal durch den Raum gehen können. Dann breiten wir die große Malerplane aus. So, das ist der Zwischenstand. Also es ist jetzt Mittag oder Nachmittag schon. Wir haben ja spät gefrühstückt, deswegen haben wir jetzt auch noch keinen Mittag gegessen. Also hier war ja die rote Wand und da deckt das eigentlich super, wenn man da wirklich zweimal drüber geht. Und es trocknet auch echt gut. Hier oben seht ihr, da waren wir nur einmal bis jetzt drüber im Rand. Und hier unten ist aber eigentlich schon so die großflächige Wand, sag ich mal, fertig. Und hier drüben sieht man jetzt wahrscheinlich durch das Licht die noch nassen Flecken. Es trocknet schlechter. Es deckt bei zweimal drüber gehen, beziehungsweise zwei bis dreimal. Hier oben am Rand seht ihr, dass es mit einmal drüber gehen. Dann unten drunter so der Bereich, das ist mit zweimal und hier unten, wo es schon so ganz, da ist schon dreimal. Ja, aber es wird langsam und hier, wo die Löcher drin waren, die sind schon zugegipst und da ist schon drüber gemalt, da sieht man gar nichts mehr. Schön, dass wir zu zweit mit ein paar Stäbchen essen müssen. Ich kann nicht mal mit einem halben Paar Stäbchen oder mit 5 Paar Stäbchen essen. So, also der letzte Stand, also das letzte, was ihr gesehen habt, war ja, dass wir gegessen haben. Und ich habe mich dann nach dem Essen so hingelegt irgendwie, weil es ein bisschen komisch war. Und habe ich einfach bis jetzt geschlafen. Ich wollte das gar nicht. Auf jeden Fall hat Philipp jetzt hier drüben weiter gestrichen, alleine. Wir haben jetzt kein Licht in dem Raum, deswegen kann ich euch jetzt nur so zeigen. Also hier die rote Wand ist eigentlich so gut wie komplett fertig oder ist komplett fertig. Da gucken wir morgen bei Tageslicht mal drüber, ob es ein, zwei kleine Stellen vielleicht noch gibt. Aber ansonsten
Man sieht jetzt hier eigentlich gar nichts rum. Und bei der anderen Wand seht ihr bestimmt so Feuchtigkeitsflecken noch. Die ist halt noch nicht ganz getrocknet. Und da muss man bestimmt hier oben dann nochmal drüber. Aber ansonsten ist die jetzt auch soweit fertig. Wir hoffen einfach, dass es morgen früh schön aussieht. Also wenn das dann halt getrocknet ist. Ich war schon mal im Video, als du Kaffee gebracht hast. Heute früh, da habe ich einen Kaffee abgenommen. Und beim Sushi. Immer mit Essen. Und echt? Ja, wo du Sushi reingeholt hast. Und sowas. Jetzt gibt es wieder Essen. Ja, genau. Wir fahren da jetzt auf jeden Fall in den Supermarkt und holen uns eben noch was zu essen für jetzt heute Abend, was zu trinken für morgen. Und ja, wir haben jetzt sonst noch nichts weiter gemacht, also diese Löcher da übermalt, aber ich denke mal, dass wir das noch heute auf jeden Fall machen, um zu gucken, wie das dann wird, also wir den morgen früh dann sehen. Ja, kann ja sein, ja, ist dieser Gips nicht trocken, zumindest das, was ich da angerührt habe, weil ich zu geizig war, einfach nochmal einen neuen zu nehmen, habe ich den, der schon so halb getrocknet war, noch ein paar Schluck Wasser aufgefüllt. Das macht man ja nicht. Weiß ich, dass man das nie macht. Und beim ersten Mal ging es, aber beim zweiten wurde das dann komisch. Und wurde nicht richtig trocken und der Becher, der ist am Anfang nach 2 Minuten hart gewesen. Jetzt mittlerweile ist er nach 3 Stunden immer noch weich. Ja. Und dementsprechend sind auch die in der Wand noch so. Und wenn man da irgendwie ganz zart rankommt, rutschen die rein, diese Tropfen, in das Loch von dem Kübel zum Beispiel. Und müssen mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen, wenn ich mal die morgen mal neu mit einer neuen Ladung gescheiten gibt. So, wir waren bis 4, 3, 2 Minuten vor Ladenschluss einkaufen und haben noch was für jetzt geholt. Ich habe voll Bock auf das Obst. Kannst du mir dann geben? Wir drehen jetzt einen Supermarkt-Tour, richtig kreativ. Und wir haben auch richtig viel gekauft und irgendwelche richtig krassen Sachen nicht. Kannst du nicht direkt die oberen Sachen zuerst haben wollen. Okay, ich nehme mein. Nee, jetzt nicht. Okay. Obst. Obst, ist das ausgelaufen? Nee. Ja, hier ist eine Gabel drin. So was. Obst. Und was isst du jetzt? Also ich esse es jetzt gleich. Eigentlich ist es zum Pürieren. Echt? Hä? Wie für Kokosnuss? Hier ist gar keine Kokosnuss dran. Ach, man muss Kokosmilch dazu machen. Weil eigentlich sind das die Früchte und dann machst du da Kokosmilch dazu. Das wird dann ekelhaft. Oder? Steht hier? Nee, die Kokosmilch ist da drin. Na, keine nicht. Ahnung. Das ist ja nicht für ein rotes Breizeug. Wassermelone. Ah. Obstmischung verzehrfertig. Also muss ich den nicht pürieren, ich kann es auch gleich so verzehren. Super. Was isst du jetzt? Was hast du dir mitgenommen? Diese komischen Dinge. Ja, gibt man welche zu essen. Ich hoffe, die sind nicht zu scharf. Voll das geile Abendbrot. Ja, wir haben sich voll spät, also Mittag gegessen. Ja, um 17:30 Uhr. Wir haben voll spät nach dem Frühstück gegessen. Weil Mittag war es eigentlich. Wir haben 16:30 Uhr Mittagessen bestellt und dann 17:30 Uhr. Auf jeden Fall werde ich jetzt von diesen Dingen ein paar essen. Was haben wir noch? Und ich werde ich kann noch das nehmen. Essen. Schokopudding und Schokosoße, richtig. Sieht man die Soße da? Ja, hier unten. Ach, die ist unterm Pudding. Ja, das bei den anderen war auch so gewesen. Eigentlich ja. Stürzt du den? Nö. Wir nehmen das aus der Schale raus. Wir haben etwas von dem Sushi den weggelangt. Kannst du den erst noch bestellen? Ja, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Cool. Wo liegen wir noch? Aber wir haben auch keinen Löffel. Wir haben nur Gabel und Messer. Dann ist es da raus und mit der Gabel. Also ich habe hier eine 13-jährige Gabel im Angebot. Wir haben auch noch eine ordentliche. Die war eigentlich für den Gips gedacht, zum Anrühren. Ach, das habe ich mir eigentlich auch für jetzt gesucht. Na, mal gucken. Da hast du ja voll viel für jetzt. Ja. Ich habe gar keinen Hunger. Wir haben auch noch Nudeln und Sushi. Weil das Sushi ist, ich habe eigentlich alles aufgegessen, bis auf dieses Ding mit dem Lachs. Ja, genau. Dann ist das für morgen für die Fahrt. Und dann nochmal geht's für morgen. Sehr gut. Ja. Und noch was zu trinken. Oh, und ich habe Wassermelonensaft. Also mit Wassermelone und Himbeere und so. Den will ich gleich mal kosten. Muss mal die Kamera nehmen. Dann werden wir jetzt mal Abendbroten und dann wahrscheinlich noch diese Löcher hier anmalen, die zugegipsten. Und dann gehen wir ins Bett. Und schlafen. So wie heute. So um 10.
Aber wir sind auch erst um 5 ins Bett gegangen. Ja, aber wir können gerne heute normal ins Bett gehen und dann trotzdem so ein bisschen schlafen. Einfach schon morgen für die Fahrt ein bisschen wachsen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Was sind Sie denn? Ich doch nicht. Das ist dieselbe. Ganz kurz ausmachen, weil ich gerade ein Verrückter. Nein, da du kannst. Hallo. Hast du schon gedrückt? Schon lange. Ist alles schon drauf. Guten Morgen. Was machen wir jetzt? Frühstück holen. Und dann? Essen. Und dann? Müll davon wegschmeißen. Nein, keine Ahnung. Gucken, wo noch Sachen zu malen sind. Das macht mir festgestellt, dass im Schlafzimmer an der Wand, wo die Tapete war, noch so ein paar kleine Stellen sind. Aber es ist super geworden. Aber es ist echt gut geworden, ja, das hatten wir gestern gar nicht so gedacht. Also es ist wirklich ganz cool geworden. Es sieht auch übelst cool aus mit dem Muster drunter. Hm. Und die Tapete, das waren ja, ihr kennt ja, das waren ja so Hochhäuser. Und da waren die Fenster so ein bisschen wie eingeprägt oder so. Hm. Und standen raus, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall. Wie eingeprägt? Hat man das so diesen Muster in den Fenstern, das sieht man jetzt immer noch. Sieht auch wie Schlangenleder oder sowas. Also, wir haben jetzt natürlich irgendwie schon vergessen, nein, wir haben schon angefangen und vergessen, unser Essen vorher hier so schön hinzustellen, hinzulegen. Ich glaube, das ist auch verkehrt rum. Ja, also wir haben hier so Rührei-Zeug und wie heißen die? McMuffin und McToast. Und meine Pancakes sind leider schon alle. Und Kaffee und hier ist noch so ein, sowas wie so ein Zimtding oder so drin. Kann ich eigentlich auch mal raus tun. Boah, ist das riesig. Oha, das ist nicht. Das sah übelst klein aus. Die Pancakes waren ungefähr so groß wie das Ding, so vom Durchmesser her. So, wie ihr seht, ist das Schlafzimmer fertig. Die Lampe ist hier auch schon ab, also die war schon länger ab. Deswegen hatten wir ja gestern Abend kein Licht. Ihr seht jetzt vielleicht hier oben so noch graue Stellen. Das ist wirklich nur noch nasse Farbe. Ansonsten ist das Schlafzimmer fertig. Hier geht die ganze Fußleiste ab. Und ich stelle mal gucken. Ich wische jetzt hier eben fix durch. Ihr seht die Krümel von der Malerplane, die sind alle runtergefallen. Das war ein bisschen uncool. Fensterbrett wische ich noch ab und dann ist dieser Raum eigentlich fertig. Ich habe schon alles rausgeräumt und ja, genau. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt hier beim Ende und auch beim Intro alleine da saß. Aber ich hoffe ganz sehr, dass beim nächsten Mal Philipp auch im kompletten Video wieder dabei sein kann. Aber wie gesagt, wir haben momentan einfach, sag ich mal, die ganz normalen Alltagsdinge zu tun, Arbeit und so weiter. Und nebenbei noch den Umzug. Und dann noch nebenbei das Video schneiden. Aber das ist an sich jetzt kein Zeitproblem, also ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Alles gut. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.